So, weiter geht's mit Blatt 2 des Landungsbootes. Wir fangen an mit, indem wir alles markieren, alle Vektoren verbinden. Dann geht es ja weiter mit den inneren Vektoren bzw. Bohrungen. Alle markieren. Konturbahn innen. Unser 2 mm Fräser. Ohne Stege würden die Teile wegfliegen und hängen dann in der Absaugung bzw. im Fräser oder irgendwo. Deswegen Stege und dann passiert nichts. Naja, hier ist noch der Nullpunkt verschoben. Daher diese komische Ansicht eben. Einfach neu berechnen und weiter geht's. Sieht das gar nicht besser aus. So. Dann haben wir hier oben 4 Taschen. Mit der Shift-Taste kann ich sammeln. Also Shift und klicken und dann kann man die einzelnen Vektoren sammeln. So, das soll jetzt eine Tasche geben. Taschenfräsbahn. Das Werkzeug ist wieder unser 2 mm Fräser. Bahnabstand beim Räumen jetzt 1,7 mm. Und tief, ja, da mache ich jetzt mal 2,5 mm. Ich denke, besser ist 3 mm. Weil das soll später ja die Schiffswelle durch zwischen diesen 2 Laschen. So, hat er das berechnet? Und jetzt bleibt uns noch die Außenkontur. Wieder mit Shift sammeln. Konturbahn außen. Stege. Ich habe mittlerweile gelernt, je mehr Stege, je besser. Umso besser oder umso einfacher geht es zum Schluss.
So, ich lege hier zwischendrin, muss ich auf eine Ebene setzen. Weil sonst geht er schief. Warum hat er das so bescheuert gemacht hier? Die Anzahl reicht nicht. Jetzt sieht das besser aus. Weil der das Maß zwischen diesen zwei Konturbahnen beträgt nur 2,1 mm. Das heißt, ich fräse das komplett weg. Das hat sich mittlerweile auch bewährt. Einfach weil der Fräser sich leichter tut und es nicht so rumflattert, das Material. Rumgezoomt ist ein bisschen lästig, aber da kommt man nicht drum herum. Das ist halt so. Ups. Die Zeit hier beim Stegesitzen ist gut investiert. Das spart einem später Ärger beim Fräsen. Auch wenn das hier ein bisschen lästig ist. So, hier haben wir jetzt dann das geht so. Kein Problem. Ich gucke immer, dass die Stege so ein bisschen auf der gleichen Ebene sind. Das ist gut gegen das Flattern vom Material. Sieht eigentlich ganz gut aus.
So, da außenrum haben wir genug. Stege sollten da schnell gerade in der Ecke sitzen, das ist ein bisschen ungeschickt manchmal. Beim Rausschneiden der Teile aus dem Rohmaterial. So. Schließen und berechnen. Das habe ich gerade noch gesehen in der Datei. Sind ja noch zwei kleine Markierungsfräsungen drin. Die sollte man später mit der Markierung beim Zusammenbau hilft. Die hilft beim Zusammenbau, damit man die Position findet. So, das ist dann Konturbahn wieder. Keine Korrektur. Zweier Fräser, Frästiefe 4. Und berechnen. So. Jetzt muss ich bloß die Konturen ein bisschen nach oben schieben. Also hier 4, 5, 5 und 6 getauscht, damit die Kontur zuerst gefräst wird. Jetzt tun wir das mal kurz animieren. Genau, so. Sieht man schön die Stege, wie sie dazwischen drin sitzen. Danach markiere ich alle Werkzeugbahnen und speichere meinen Werkzeugweg. So, das ist Platt 2. Später zum einfacheren Finden mache ich manchmal hier noch ein Vorschaubild. Das ist Blatt 2. Okay, das war's hier mal.